So. Das Verschlüsseln wird jetzt ein bisschen mühsam, glaube ich. Welche Zahl wollen wir verschlüsseln? Ich bitte? Hm? Mein Geburtsdatum. Das ist zu klein. Okay. Ich würde vorschlagen, wir kodieren mal den Buchstaben C. Hm? Was? Hm? C ist klein. Ja, eben. Achso, ja, ja, okay, stimmt. C ist klein. Aber schön, also mickrig klein, ne? So 2. 2 als Wert mal verschlüsseln? Ja, komm. Machen wir mal. Wir wollen 2 kodieren, ne? Was ist denn 2? Jetzt müssen wir halt, das sind wir sozusagen diejenigen, die verschlüsseln. Wir haben 47 und 77. Wir müssen 2 hoch 47 modulo 77 ausrechnen. Ja gut, per Hand ist das jetzt ein bisschen übel, ne? Machen wir's? Ja, komm, machen wir mal. 2 hoch 47, was kann man da machen? Der Modulo 77 rechnen. Das ziehen wir mal raus. Ziehen wir mal 2 hoch 7, also machen wir folgendes Vorschlag, oder? 2 hoch 5 mal 2 hoch 7 hoch 6, ne? Oder? Ja. Das ist jetzt echt ein bisschen, naja, wurscht, komm. 32 mal 2 hoch 7 hoch 6, das ist 2 hoch 7, ist 128. 128 modulo 77 ist 51, oder? So. Ja, gut, dann mal weiterkommen. 32 mal 51 Quadrat hoch 3, ne? Was ist 51 Quadrat? Na, komm, rechnen wir schriftlich. 51 mal 51. 5, 25, 51, 1, 6, 3601. 3601 modulo 77. Hm? Oh, stimmt, ich habe recht. 2601 modulo 77. durch 77 ist gleich 3. Das ist dann 203, also 210 plus 21 ist 231. 29, 291 durch 77. Passt die 4 rein? Nein, wieder 3 und ein bisschen Rest, also 33. Ach Quatsch, wir brauchen den Rest. Blödsinn. Ist wieder 231, also Rest 60, ne? Ja, Rest 60. So, also das ist kongruent. 32 mal 60 hoch 3. So, aber 32 mal 60 hoch 3 ist ja wie 32 mal minus 17 hoch 3. Das ist dasselbe wie 32 mal minus 17 mal 17 Quadrat. So, machen wir erstmal 17 Quadrat. Was ist 17 Quadrat? Hm? 17 Quadrat?
Kommen Sie, rechnen mal kurz aus. 289, genau. Da haben wir also 289 und 289 modulo 77. 289 durch 77 ist gleich, achso, das kriegen wir vielleicht auch so raus. 231, die Differenz von 231 und 289 ist 58, ne? Mal 58, was ist 32 mal minus 17? Was ist 32 mal 17? 32, 7 mal 2 ist 14, 7 mal 3 ist 21, 25, 4, 7, 5, 574. Sind wir bei minus 574? Stimmt nicht? Bei der Multiplikation eben 7 mal 2 ist 14, 7 mal 3 ist 21 bis 1. Richtig, 22, also 544, ne? So. Was ist das nächste? Na gut, müssen wir wieder dividieren. Durch 77, genau. Ja. Gott, 544 durch 77. Sechs, oder? Sieben? Passt die sieben noch rein? Ne, sieben passt nicht mehr, ne? Müssen wir 6 machen? 6 mal 77, 42, 462. Hm? Gerade gemurmelt, stimmt, oder? Passt 7 mal? 590? Ah ja, stimmt, genau. Passt 7 mal rein. 49, ah super, ne? Da bleibt 5 übrig? Kann das sein, so eine kleine Zahl? Ha? Hier, 490 plus, ne, ist richtig, dass Sie rückfragen, wir müssen jetzt echt sicher sein, weil das funktioniert der Rückweg nicht so gut, ne? Also, da haben wir hier minus 5 mal 58, ne? Wir müssen ja gucken, das war ja minus 17 mal 32. So. So. Was ist 58? Ist... minus 19, oder? Weil minus 19 ist also dasselbe wie 5 mal 19 ist 50, 95. Und 95 ist kongruent 18 modulo 77. Stimmt's? So. Also, das können natürlich Computer besser als wir, ne? Aber 2 hoch 47 ist kongruent 18 modulo 77. So, jetzt habe ich an Sie diese Nachricht verschlüsselt. Ja? Jetzt dürfen Sie entschlüsseln. Was müssen Sie ausrechnen? 18 hoch 23 modulo 77, ne? Hoffen wir mal, dass 2 rauskommt.
Starten Sie mal, geben wir 15 Minuten Zeit. Und Sie können die Fenster...